Ja, seid gegrüßt, herzlich von mir, von meiner Seite aus, liebe Odyssey im Auftrag des Königs Fans, Spieler, Zuschauer, Abonnenten und Liker. Sicherlich fragt ihr euch, oh, wo bleibt denn die nächste Folge von im Auftrag des Königs, also die Folge meines Let's Plays, meiner Let's Play Serie. Gut, kurz zur Erklärung und auch eine Ankündigung hier in diesem Bereich, beziehungsweise hier in diesem Post. Ich habe in letzter Zeit, sind mir die Dinge einfach ein bisschen über den Kopf gestiegen. Jetzt nicht, was die Let's Plays angeht, sondern es sind unerwartete Dinge eingetreten und auch erwartete Dinge. Und die summieren sich so ein bisschen auf und erfordern halt eben ein bisschen Zeit. Und ich bin jetzt gerade hier nicht bei mir zu Hause, sondern sozusagen mache hier House-Sitting bei einer lieben Person, die zurzeit über eine Woche schon im Krankenhaus liegt. Und da muss was gemacht werden. Nein, nichts mit der aktuellen Lage zu tun, überhaupt nicht. Nein, das wische ich gleich so vom Tisch. Es geht dieser Person wieder besser, trotzdem, ne, auch liebe Grüße an dich. Ja, und da muss natürlich ein bisschen was gemacht werden, Wäsche waschen, dann Korrespondenz, hin und her fahren zum Klinikum und so weiter und so weiter. Das ist das Erste, was natürlich, finde ich, und ich glaube ihr auch, vorgehen soll. Die Gesundheit ist immer am wichtigsten. Dann zweitens, Pause. Hä? Ach, geht weiter. Sorry, das mache ich jetzt gerade hier spontan. Ich kann es leider nicht schneiden, weil ich werde es einfach direkt jetzt von meinem Tablet, mit dem ich das hier aufnehme, hochladen für euch. Und zweitens, ja richtig, ich habe mal so richtig viel Geld in der Hand genommen. Und sicherlich kennt der ein oder andere dieses Amulett hier. Das, okay, jetzt ohne Kette, jetzt habe ich es aber mit Kette dran gelassen. Dieses, oh ja, hier ist die Kamera. Dieses Amulett hier aus der Limited Edition von Gothic 3. Das sieht eigentlich so aus wie das Original. Es ist nicht das Original mehr, denn das Original besteht aus Zinn. Und Zinn ist nicht so ein schönes Material und da kann man auch Allergien kriegen davon. Und der Unterschied zwischen dem Original und diesem hier, das ist erstmal unten diese kleine Auffüllung, damit die Punze hier drauf passt. Und da steht 925 Silber drauf. Also, das Amulett besteht jetzt für mich aus 925er Silber. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und das war für mich auch echt ein Anliegen, dass von meinem Schmied in meinem Ort, an dieser Stelle auch mal schöne Grüße, bin ich hingegangen und habe gesagt, du, pass mal auf, kannst du dieses Amulett hier in 1:1 nachmachen? Und sagte, jo, mach mal einen Kostenvoranschlag. Okay, Kostenvoranschlag gemacht, das ging so nach einer Woche und dann hat er mir gesagt, kostet so und so viel, also Betrag will ich hier nicht nennen, also auf jeden Fall im dreistelligen Bereich, in einem mittleren dreistelligen Bereich, da habe ich mir gedacht, kann ich das? Ja, ich kann es. Ja, dann habe ich das in Auftrag gegeben und habe dann Moment mal, jetzt sind noch 9 übrig. 9 habe ich noch übrig. 9 habe ich noch übrig und ich würde die ganz gerne ja, euch anbieten. Natürlich auch zu einem fairen Preis. Es ist handgemacht und 925er Silber. Und wenn ihr Interesse habt, dann mailt mir unter meiner Geschäftsmail hier auf meinem Konto, auf meinem YouTube-Kanal oder schickt mir eine Privatnachricht über Facebook oder die mich auf, wie heißt der Kanal nochmal? Ach ja, ich muss mal wieder eine Pause machen, damit ich mal wieder spontan nachdenken kann, was ich euch erzähle an Neuigkeiten. Jawohl, so, dann nehme ich also hier meine Tastatur. Ich habe hier so eine Funktastatur, kennt wahrscheinlich jeder. Und dann darf ich mich mal ein bisschen hier mal zurechtrücken. Und zwar folgendes habe ich vorbereitet, schon über ein Jahr. Und zwar, okay, ist alles klar, ich muss mal selber mal gucken. Ich lasse den Pfeil mal weg und nehme einfach meinen Finger als Pfeil. Ne? So, das ist mein Konterfeil, was ihr von meinem YouTube-Kanal kennt. Und da oben steht was dran. Ja, das ist mein Twitch-Konto. Habe ich noch nicht komplett richtig eingerichtet. Also, das habe ich schon über ein Jahr oder sowas existiert das schon. Und auf dieser Seite ist so ein altes Logo, was ich mir mal gemacht habe. Ja, da wird wahrscheinlich in Zukunft, ich glaube, in sehr wahrscheinlicher Zukunft werde ich da live streamen. Was es sein wird, ein bisschen Spiele, Tutorials auch für die andere Gruppe, die ich mache,
Shotcut, Filmschnitt, Open Source Software, werde ich wohl live Tutorials machen. Und da gibt es auch sehr viele Abonnenten, die sich interessieren. Ja, und ansonsten kündige ich dann auch immer an, wann was passieren wird, rechtzeitig, damit ihr auch alle live dabei sein könnt und werdet, hoffe ich. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise, stopp! Ha! Erstmal die Tastatur hier wieder wegwerfen. Nee, nicht wegwerfen, die liegt jetzt da auf dem Sofa. Richtig, ja, genau. Wann kommen die nächsten Folgen für Odyssey im Auftrag des Königs auf meinem YouTube-Kanal? Gut, okay, die nächsten 4 Folgen nicht. Also heute nicht, morgen nicht, Donnerstag und Freitag nicht. Wobei ich sage Donnerstag und Freitag unter Vorbehalt. Es kann sein, dass da schon wieder die Folgen weitergehen oder nicht. Also wie schon gesagt, das kündige ich auch alles noch rechtzeitig an. Also in diesem Sinne, liebe Freunde, bleibt stark, abonniert mich, aktiviert diese Glocke, dieses Kling-Kling-Kling, dieses rote Ding da. Und wir sehen uns wieder. Ich sage, ein schönes Wochenende und goodbye. Ciao.